Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, Lance Stroll und Fernando Alonso. Gasly, Tsunoda, Ocon und Daniel Ricciardo. Sainz, Leclerc, Sebastian Vettel und Norris, Mazepin, Raikkonen, Nicolas Latifi und Antonio Giovinazzi, Russell und Mick Schumacher. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hey, du bist in den Top 10. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Sehr gut. Reife Leistung.
hast es auf P7 geschafft. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Sie haben die schwierigen Bedingungen hier in Singapur überstanden und einen spektakulären Sieg geholt. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.